Die Zuschauerzahlen ganz schön nach oben. Ja, Engel ohne Flügel, das ist natürlich alles cool, aber wie gesagt, ich habe bisher noch keinen Beweis bekommen, dass er wirklich Kinder angefasst hat. Gibt es die Beweise überhaupt? Ja. Wir sind selber fast mal betroffen gewesen. Also deswegen brauchst du mir da nicht zu erzählen. Ich sehe sowas auch mit ganz anderen Augen, wenn du selbst mal betroffen gewesen bist. Also von daher erzähl mir nichts. Da weiß ich ganz genau, wovon ich spreche. Denn da war dann zum Glück, dass ich einen Freund habe, der bei der Polizei ist. Der uns dann rechtzeitig gewarnt hat, was hier los ist. Ja, aber du kannst ihn ja nicht deswegen vorverurteilen. Verstehst du? Das ist ja genau das Ding. Ihr vorverurteilt ihn aufgrund dessen, weil er mit Kindern geschrieben hat. Dann ist bei euch gleich klar, er hat auch Kinder angefasst. Aber gibt es dafür Beweise? Es gibt keine Beweise. Klar, es gibt Beweise, dass er geschrieben hat. Das ist schon ekelhaft, widerlich, pervers. Gar keine Frage. Das verabscheue ich auch aus tiefstem. Ja, ich glaube. Ja, unten durch. Definitiv. Ich will mit so einem Menschen nichts zu tun haben. Keine. Aber ich habe bisher, wie gesagt, wenn er angefasst hätte, wäre ich so abgegangen wie Chan. Ja. Definitiv. Ja, definitiv. Man muss auch mal überlegen, was das mit sich ziehen kann, wenn man so Vorurteile hat. Ja. Das kann ganz böse Auswirkungen haben. Ja. Nein, das Reden geht nicht. Das ist richtig. Da bin ich ja auch voll bei euch. Aber das Anfassen ist noch mal ein Tick obendrauf, wo ich dann bei Champ gewesen wäre und hätte gesagt, so, jetzt hat er einen verdient. Weil wenn machst du es einmal, machst du es mehrmals. Das ist Fakt. Du machst es nicht nur einmal. Naja, sag ich doch gerade, anfassen ist nochmal was anderes wie schreiben. Schreiben, ich verurteile das auch aufs Tiefste. Absolut. Deswegen habe ich mit so einem Menschen auch nichts mehr zu tun. Will ich auch nicht. Weil der nächste Schritt wäre ja dann quasi anfassen. Verstehst du? Deswegen gehören solche Leute für mich schon frühzeitig irgendwo eingesperrt, wo man halt darauf achten kann, dass nichts mehr passiert. Meine Ansicht. Aber da gehört keine Schläge zu. Und schon gar nicht von einem selber ausgehend, meint er. Ja, genau, erstmal müssen Beweise her und dann kann man urteilen. Ja, genau. Ja, seine Pflegeschwester hat er angefasst. So, das ist das nächste Ding. Jetzt glaubt ihr alle dieser Pflegeschwester, weil sie das gesagt hat. Der Punkt ist aber, ihr müsst auch mal Basti zuhören, sie wurde ja von dem Schwiegervater, von wem auch euch, Stiefvater vergewaltigt. Kann es nicht sogar sein, dass sie das jetzt so durch diese ganze Traumageschichte so verwechselt oder irgendwas durcheinander bringt, dass er jetzt der Buhmann ist, für den ihr ihn alle haltet? Das ist immer so ein Ding. Also es ist keiner von uns dabei gewesen. Keiner kann dazu irgendetwas sagen. Wie man mitgekriegt. Und bei Frauen, die eine Traumageschichte verarbeiten, habe ich selber miterlebt. Und da passieren einige Dinge im Kopf bei einer Frau, die man nicht außer Acht lassen sollte. Also ganz vorsichtig, ganz dünnes Eis. Da muss man echt aufpassen. Wenn sie nicht vernünftig therapiert wird, wo man das rausschildern kann, dass es wirklich so gewesen ist, muss man da vorsichtig sein. Weil so erzählen kann immer erstmal viel, kann jeder. Das ist halt das Ding. Gut gesagt. Verurteilung war schon zu meiner Zeit, als ich mit ihm noch aktiv unterwegs war. Das wusste ich damals schon, dass das mit diesen Videos von seinem Rechner gewesen ist. Was jetzt noch an zusätzlich an Videos
gekommen ist, das sind ja auch laut seiner Aussage, und das sieht man auch, wenn man Basti ein bisschen länger kennt, sind das alles alte Videos von Instagram. Also wer Basti ein bisschen kennt, der sieht anhand seines Gesichts, dass das auch alles ältere Videos sind, die nicht mehr aktuell sind. Also da muss man auch wieder ein bisschen vorsichtig sein, dass man das nicht verwechselt und dann auf gewisse Leute hört, die dann sagen, ja, das war jetzt vor einem Jahr oder vor 2 Jahren. 10. Muss man aufpassen. Also ich finde, da sieht Basti schon ganz anders aus. Und wenn man genau hinguckt, dann sieht man Shanti mit langen Haaren, mit langen schwarzen Haaren. Und das ist, glaube ich, schon eine ganze Ecke her. Also ja, aber da hat er ja auch selbst zugegeben, wenn du mal zugehört hättest, dass er minderjährig war. So, also kann man ihn da jetzt im Nachhinein doch keinen Strick draus drehen. Meine Güte, da, sorry, aber da als Minderjähriger sich da mal so in der Hinsicht auszuprobieren, ey, Digga, wer weiß, was der gerade für Flusen im Kopf hatte. Die Hormone in so einem Teenager gehen auch durch. Vielleicht gerade Bravo gelesen. Hier Liebe, Sex und Zärtlichkeit, Mr. Love, verstehst du? Dr. Sommerteam. Ja, Finger in Scheide gesteckt, schwanger oder so. Ja, und mal ausprobieren. Was ist los? Also, es sind alles so Dinge, ey, Leute, auch mal ein bisschen Beifall halten. Ja, das war er nicht. Mhm. Wer, die Stiefschwester? Mhm. Na, das ist auch schon komisch. Wenn die Stiefschwester jetzt nach all dem ihn schon wieder unterstützt mit Geschenken, Leute, aufpassen, ne? Wieso mit 16? Kann ja nicht sein mit 16. Ach, das ist Dennis. Das ist Dennis. Dennis atmet wieder schwer. Was ist? Dann hat sich eben da hinten umgedreht und denkt mir, was ist denn hier los? Ich habe gedacht, so die Katze kratzt ja, irgendwo. Das, ja. Wenn ich nicht schnell genug nachtanke, dann fange ich an zu rechnen wie ein Hund. Ey. Bisschen Spaß muss sein. Ja, ja, klar. Aber Leute, seid mir nicht böse, ne? Dieses Thema Basti und Shanti und Chan, das ist bei mir hier sowieso eigentlich fehl am Platz, weil, wie gesagt, ich habe mit diesem Typen eigentlich nichts mehr zu tun. Ich ziehe mir auch so ein paar Videos rein, hau mir an den Kopf und denke mir nur noch, Alter, wie blöd kann man eigentlich sein? Lache über den und das war's. Ich und eigentlich mache es, ja. Sage da schon gar nichts mehr großartig zu und versuche das auch gar nicht, weil ich lebe mein Leben, er lebt sein Leben. Ich bin von ihm verarscht worden. Ja. Das gebe ich ja offen und ehrlich zu. Selber schuld, ganz einfach, aber hat uns gewarnt. Ich stecke mich da auch nicht in irgendwelche Sachen rein, die mich eh nichts angehen. Ja, irgendwann ist auch die Luft raus. Ich habe da irgendwie auch keine Lust mehr drauf. Nee, ich auch nicht. Deswegen, das ist so ein offener Stimmungskiller, weißt du? Auch wenn ich so bei TikTok durchscroll und dann sehe ich den, dann scroll ich einfach weiter. Ich gucke mir das gar nicht mehr an. Nee, kannst du auch nicht. Also du kannst vielleicht mal so 1-2 Minuten gucken, weil das ist wie so ein, wie wir früher gesagt haben, wie ein Autounfall. Du musst einfach mal kurz gucken. Ja. Aber da musst du schon wieder weitermachen, weil das Bild kann man sich einfach nicht lange angucken. Das stimmt. Von einem YouTube ist ja total voll mit dem ganzen Scheiß. Nee, nicht wegen Geld. Ja, wegen Geld auch, natürlich. Also, Digga, guck dir einfach ein paar YouTube von reine Unruhe an. Von, was weiß ich, wann war das, Dennis? 1,5 Jahren? Wieso lange ist das schon her? Ich glaube, oder? 1,5 Jahre oder so, ich glaube, ja. Ja, ungefähr. Musst einfach nur mal gucken auf YouTube, wann die Videos da hochgeladen wurden.
Ja, da kannst du Die alten Videos, das war zu der Zeit. Pass auf, kurz gesagt, ich habe versucht, bei ihm die Bude wieder auf Vordermann zu bringen mit meiner Frau und noch zwei anderen Helfern. Wir waren noch relativ gut weit fortgeschritten. Wir hatten die Küche schon picobello sauber, wirklich picobello sauber. Du konntest also vom Fußboden wieder essen eigentlich. Ich habe da drei Anhänger, riesengroße Anhängerladung Müll weggefahren, wo mich eine Ladung ungefähr 170 Euro gekostet hat, weil der Sondermüll war. Hast du davon irgendwie was wiedergekriegt oder hast du das alles aus deiner Tasche bezahlt? Alles aus eigener Tasche. Ich habe bei Mehmet bezahlt. Bei Mehmet haben wir ihn eingeladen. Ich habe seinen Einkauf bezahlt. Dann waren wir noch bei hier so einen komischen Teppichladen. Da habe ich noch Sachen für ihn, Dekokram für ihn gekauft. Ich habe nur 90 Euro investiert und das hat schon wehgetan. Du, Dennis hat den Breta gekauft, den ihr ab und zu bei ihm. Den Amazon-Gutschein. Amazon-Gutschein, genau, den auch noch. Insgesamt habe ich 90 Euro für ihn ausgegeben. Hey, überleg mal, was an Geschenken noch bei mir hier zu Hause rankam, und was die Leute noch gespendet haben für ihn. Ja. Was ich dann noch diesen. Ich hatte ja auch das für ihn gespendet, weil ich zu der Zeit noch dachte, ach, was für ein armer Junge. Ja, genau. Ja, das haben wir alle wieder. Haben wir ja auch. Ja. Wäre das vorher alles rausgekommen. Ich hätte das niemals gemacht, nie. Das ist ja das Ding, was ich schon seit Anfang an immer sage, wenn dieser reine Unruhe vernünftig einem das erklärt hätte, was da los ist, ne, und nicht so mit seiner brachialen, blöden, kindischen Art, dann hätte man da vielleicht auch mal zugehört und hätte gesagt, okay, warte mal, müssen wir das mal, glaube ich, beobachten und mal ja, genauer hingucken. Dann wäre man vielleicht schon viel, viel früher da drauf gekommen und wäre gar nicht so weit gegangen, weißt du, dass man ihm da so viel investiert hätte. Kurz nach uns kam ja schon Cem. Deswegen kann ich ihn nicht verstehen, wenn er jetzt hier groß rumposaut, Leute müssen sich über ihn informieren. Digga, warum hast du dich nicht vorher informiert? Es war zu meiner Zeit. Verstehe ich. Mit dem, was er sagt, Alter. Er hat sich genauso wenig über Basti informiert. Und das ist für mich genau der Punkt, wo ich sage, der war nur auf Fame aus. Und den hat er ja gekriegt. Den hat er ordentlich gekriegt. Das ist meine persönliche Meinung. Da kann jeder sehen, wie er will, aber das ist meine persönliche Meinung. Du, was soll denn das jetzt noch bringen? Ganz ehrlich, das Ding ist doch schon lange den Bach runter. Das hätte man schon viel früher. Ich habe auch schon so oft gesagt, ist doch gar kein Problem. Man hätte schon so oft, aber du, pass auf, wer versucht, mich privat anzurufen, um irgendwelche lächerlichen Drohanrufe hier machen will, ne? Wenn mein Arbeitgeber irgendwelche Scheiße versucht durchzubringen, der braucht jetzt auch nicht mehr angekrochen kommen und versuchen, hier irgendwas gerade zu biegen. Nee, das habe ich gespeichert. Das habe ich gespeichert. Genau, Jule. Weil so wie ich gehört habe, ist ja jetzt, Staatsanwaltschaft ist ja auch involviert, die ist da dran. Deswegen lasst einfach die Leute machen, die das dürfen und die auch Ahnung davon haben. Und der Rest guckt einfach und wartet. Ja, okay, Egon war vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben gesagt, aber du, ich brauche jetzt auch mit keinem mehr reden, weil jetzt weiß ich ja Bescheid. Also von daher, ich habe schon oft genug gesagt, dass ich das gut finde, was Rainer da macht, nur seine Art und Weise ist halt falsch, wie er es macht. Das sollte er vielleicht mal überdenken. Na, Jule, da hast du auch nichts verpasst. Engel ohne Flügel, wie meinst du?
Warum soll ich über meinen Schatten springen? Weswegen? Nee, das war vorher schon öffentlich. Ihr hättet nur ein bisschen mehr auch bei YouTube gucken können. Weil da für mich war ausschlaggebend der ominöse Kniefall, wo er auf Knien geht, da diesen Zettel vorliest und wo so bestimmte Stichpunkte drin vorkommen, die halt nur Pädophile untereinander sagen. Und da war für mich schon hundertprozentig klar, er hat ein Pädoproblem. Und wenn das wirklich so ist, wie das da auf diesem Video, was wir damals gesehen haben, was auch bei YouTube drin ist, immer noch, nehme ich mal an, war für uns halt klar, Abstand, sofort weg. Anzeige gemacht, alles. Und glaubt man nicht, dass reine Unruhe, Trollkommando, Pferdepisse, wie sie alle heißen, Shadow, das mit dem Finanzamt ins Rollen gebracht haben. Das war nämlich mehr oder weniger alles. Und meine Leute hier, mit denen ich damals unterwegs war. Da haben nämlich ganz viele das Finanzamt involviert und auch Anzeigen geschaltet, Loch und Löcher. Da kam dann nämlich auch mal das Arbeitsamt. Darum kamen die nämlich erst vor kurzem und haben mal so ein paar Fragen gestellt. Arbeitsamt war da, oder was? Klar. Er musste doch jetzt auch, hat er doch, jetzt ist aber auch schon wieder ein paar Wochen her, hat er Kleingewerbe angemeldet jetzt. Kleingewerbe? Ja, er hat nichts angemeldet gehabt, gar nichts. Wofür ein Kleingewerbe? Das stimmt, Engel ohne Flügel, das stimmt. Deswegen sage ich ja, als ich dieses Video gesehen habe mit dem Kniefall, wo er diese Schlagwörter da sagt, die halt nur Pedos untereinander sagen, war für mich, ich Abstand. Anzeigen geschaltet und dann sofort Abstand. Sofort. Ist mir scheißegal, ob ich da jetzt so viel Geld reingebuttert habe oder nicht. Das ist einfach nur Abstand. Nicht. Weil sonst... Das ist eine harte Kiste, Jule, das kannst du wissen. Also das war zu unserer Zeit, Dennis, ne, als wir mit ihm noch Kontakt hatten. Ja. Kurz danach, als das alles bekannt war, das schon ziemlich hart. Also für uns war es wirklich hart, als wir das mitbekommen haben. Was jetzt noch zusätzlich draufgekommen ist, ist natürlich noch mal härter. Aber wie gesagt, da sind auch so viele alte Videos dabei. Jetzt habe ich mich bekleckert, ey. Du alte Sau. Du, wie solche Leute bestraft werden, das ist ja Sache der Justiz. Da kann ich dir nichts zu sagen. Aber normalerweise kommen die erstmal in eine geschlossene, in eine Forensik und dann werden sie erstmal mit Medikamenten vollgepumpt. Ich wäre ja fast auch noch rübergekommen gewesen. Was? Als ihr da aufgeräumt habt, wollte ich ja auch noch rüberkommen. Ja, ja, du, ja, ich und weiß. Dann ist das ja alles rausgekommen und dann ist es nicht mehr dazu gekommen. Ja, deswegen, es kann jeder froh sein, der nicht gekommen ist und uns zu unterstützen und da die Hütte sauber zu machen. Ja, ich hätte das gemacht. Ja, natürlich hättest du das gemacht, das weiß ich auch. Aber ich auch fast kein großer Weg gewesen. Jude fragt, sei mal werden froh. Solche Leute eigentlich bestraft? Ja, habe ich doch schon geantwortet. Ich weiß nicht, das ist Sache der Justiz. Aber ich normalerweise kommen die in die Klapse, kommen in die Forensik, kriegen Medikamente und dann irgendwann werden sie wieder entlassen. Aber dann müssen sie halt wirklich nachweislich auch sich an Kindern vergangen haben, ne? So, das, was jetzt halt ihm nachzuweisen ist, dass er mit denen geschrieben hat, da kannst du noch keinen für verurteilen. Naja, mein Sohn damals fast. Deswegen ist es gut, wenn man gewisse Leute hat, die man kennt, die da sich gleich zwischenschalten. Und das war zum Glück der Polizist. Gut. Gut, dass er damals gemeldet hat, gleich die Pullen, seinen Kollegen eingeschaltet. Und der hat ja dann geklingelt.
Der war eigentlich hier so, ich sag mal, für die Prügelgarde im Stadion zuständig damals. Dann hat er aber ja einen schweren Unfall gehabt und dann war mehr Innendienst und dann ist er für diese Cyberkriminalität zuständig gewesen. Und der hat das dann relativ früh mitgekriegt. Der ist unter meiner IP, weil er die ja kannte, wie auch immer, weiß ich nicht. Also, der wusste das dann halt und hat dann gleich seinen Kollegen Bescheid gesagt und dann stand ruckzuck die Polizei vor mir, vor der Tür. Und die haben das dann mehr oder weniger alles gehandelt, ne? Rechner konfisziert und den Typen verfolgt und den dann auch verknackt. Das war echt hart. Also wer sich wirklich dran vergeht, die haben wirklich keinen Grund zum Leben. Da hast du recht, Hexex. Ja, du musst wirklich aufpassen. Wirklich doll aufpassen. Was ist rausgekommen? Das kann sein, Engel ohne Flügel. Das kann sein. Der wurde, das weiß ich, aber für länger verknackt, weil der nachweislich sich auch schon vergangen hat. Bayern. Ich weiß, Bayern. Ach du Scheiße, in der Kita. Ach du Scheiße. Das ist richtig kacke. Oh Mann. Ja, oh Gottchen. Wie die Opfer leiden im Leben lang, denkt mal jemand darüber. Ja, ich weiß. Ich weiß, wovon du sprichst, hundertprozentig weiß ich das. Aber ihr, die Opfer, ihr müsst doch daran denken, dass ihr unbedingt eine Therapie braucht. Das ist wichtig, die hilft euch. Ihr müsst euch damit wirklich auseinandersetzen. Das hilft. Danke. Leider Gottes. Ja, so hart wie es ist. Ja. 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 Das dauert. Es dauert wirklich, aber wenn man wirklich an sich arbeitet und das schaffen will, dann schafft man das. Das schafft man sonst das schafft nicht man. Ohne. Nein, zu vergessen tust du das nicht. Das ist wie eine Wunde. Die Narbe wirst du immer sehen. Du lernst nur damit umzugehen. Ja, ihr lernt damit zu leben, genau. Umzugehen, ja. Das bleibt ein Leben, genau. Und das tut mir jetzt natürlich für deine Tochter unendlich leid, ne? Weil die ist jetzt in ihren jungen Jahren fürs Leben gezeichnet. Und das, siehst du, und das sind dann wieder solche, da müssten jetzt die Leute hin, Jan, hören, da, hier, Jule, mach doch da bitte dann weiter. Und versuch diesen Typen mal genauso ranzukriegen, wie du es bei Basti gemacht hast. Der hat's verdient, der Typ. Alter. Oh, ey, kannst du jetzt mal bitte aufhören, Jule? Dass sie geblutet hat. Ja, es triggert mich so ein bisschen. Das ist nicht gut. Oder vielleicht mal Thema wechseln. Ja. Das ist scheiße. Ich weiß, dass das total hart ist, als Mutter. Ja, als Mutter möchte ich damit, alter Junge, was ich mit diesem Typen machen muss, alter, das, nee. Naja, ist schon klar, Mädels und Tag, ich kann mir das schon vorstellen, aber nicht bei einem kleinen Mädchen. Oh, ey. Auch wenn sie noch so klein ist, würde ich ein psychologisches Gespräch auf jeden Fall warte machen. Warte mal, warte. Jule, ich klaue dir mal das Plus, ja? Und dann guckst du bitte mal und nachher guckst mal in meinem Follower nach Tani und folgst ihr mal und schreibst ihr mal eine Nachricht. Das ist meine Frau. Und dann schreib ihr bitte mal. Das ist meine Frau und dann schreib ihr bitte mal.
Hügel. Aber verstehst du jetzt das Verhältnis? Guck mal, Jule, guck mal jetzt Bastian. Wo ist da der Unterschied? Merkst du selber, oder? Merkst du das selber? Lies dir mal das durch, was Jule geschrieben hat. Kam das bisher bei Basti irgendwo? Jetzt mal ernsthaft. Ihr mit eurem Scheiß, er hat Geschreibe, Geschreibe, Geschreibe. Was soll die Scheiße mit eurem Geschreibe, Geschreibe? Habt ihr Beweise, dass er irgendwie irgendwem angefasst hat oder es so passiert ist, wie Julius gerade geschrieben hat? Leute, Alter, jetzt mal ohne Witz. Ja, genau, wissen wir das? Also, dann hör doch jetzt auf mit dem Kram. Solange, wie es nicht wie bei Jule bewiesen ist, ein kleines Mädchen zu Hause, was blutet, sag mal, ey. Solange es keine Beweise gibt, sollte man die Füße stillhalten. Ganz einfach. Ah, jetzt ist aber auch Schluss, Alter. Ich will jetzt echt... Jude, gerne. Ich drück dich. Geht gar nicht, Alter. Ah, Alter. Ja, die Dunkelziffer ist groß. Aber nochmal. Jetzt nochmal. Handfeste Beweise. Und dann kannst du wieder anfangen zu schreiben. Okay? Hast du die? Nein. Also... Timo, aufregen bringt da auch nichts. Nee, ich sag jetzt auch nichts mehr. Dennis, wie ist ja, das Wetter bei dann geh, euch? Engel und Flügel, geh. Hier auf. Regnet gleich, so wie es aussieht. Ja. Ja, und bei euch? Ja, hier auch. Ich sehe gar nichts, es ist schon so dunkel, ich sehe gar nichts mehr draußen. Scheiße, ne? Nein, hier ist es stark bewölkt. Also meine Wetter-App zeigt auch Anregen. Und bestimmt ganz schön windig, ne? Ne, windig ist es ja nicht. Oh. Bei euch? Ja, heute. Wie könnte das denn ja windig sein? Wir sind geschützt von irgendwelchen Bunkern hier. Timo hat wieder einen Tornado in der Hose. Das ist alles. Ja, genau, das wird sein. Feuer gleich mal raus, Alter. Das ist aber Hurricane-Warnung hier in Wolfsburg, Junge. Ich sehe noch ein bisschen. Was siehst du denn ein bisschen? Du wolltest doch schon lange raus sein. Ja, Jude ist das. Nein. Ja. Zu tun. Ach so. Na, draußen. Ach so, ach so. Sie sieht draußen noch ein bisschen. Jetzt, ja. Ding, ding, ding.